einige Jahre später. Jetzt dürfen wir als John spielen und ich mag John nicht wirklich. Das Rad. Da ist gutes Rad teuer. Habt ihr gerade gesehen, was der Hirsch da gemacht hat? Er hat ordentlich rumgeglitscht. Oh, Jack ist größer. Als ob ein paar Jahre vergangen sind. I'm sure he did, but I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. I gotta find some place to lay low. Keep quiet. No. Maybe Dutch was right. Maybe we should have just gone to Tahiti. Is that it with you? Tahiti or killing? Come on, John. Please, try. Try what? Keine Ahnung. Ehrliche Arbeit. Live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. Oh, look at Strawberry. Strawberry. Oh, look at Strawberry. I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So ja, das Reh backt schon wieder, was gerade los mit meinem Spiel. Im Hintergrund immer noch. Naja. Here's the moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes and books? My reading's getting pretty good. Well, read different books then. The book is Jack's. Ah, John, du sympathisches Kerlchen. Maybe he's doing most of the reading, but still. You're a bad influence on your mother, boy. Boy? Sorry, sir. What was that? I said you're a bad influence. On your mother. With your books. Which books was that? You know, that dime novel, Boy Calloway and the Men from the Moon, or whatever it was. I'll do my best to find better reading material, Pa. That what you like, then? Western tales? Boy. What's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild West? Not so much. Anymore. I've been reading about knights. You know, of the Round Table. The king. What's his name? There's King Arthur. Yeah, King Arthur. Sir Lancelot, and the Lady Guinevere, and a whole lot of others. Those names. I'd kind of like them. You know what? So do I. Haha, ist das nicht schön? Wir haben noch ein ordentliches Stück zu gehen im Epilog. Und wir machen einfach das Beste aus, John. Schauen wir mal. I bet that sign says Strawberry, don't it? I gotta do something about this place. Vorsicht, ich muss hier noch runterfahren. So, jetzt macht die Ehre aber nichts mehr aus. Das heißt, wir können rauben, plündern und Gebäude in Brand stecken, wie es uns beliebt. Und Abigail wird es uns nicht danken. Ah, diese arme Frau. Der arme Junge. Ich gebe mir Mühe, ich blockiere halt jetzt die Straße. Okay, wen kann ich abknallen? Polishing some rich fella's boots or some such? Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Ah, help wanted. Servus. Help you, son? Ich hoffe doch. I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest and it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim. Oh, Milton. Was für ein dämlicher Name. Yeah, my wife and I and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives we was. Now, well, we need money. There's bad folk out there. Yeah, tell me about it. Got a wagon by any chance? Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. Na, bestimmt. You know, head west past Owenjila, then follow the road north, leads right there. I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now if you'd like. It's Getty's place. Fine fella. Where's the wagon? It's just outside. You know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. Well, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Die Jungs sehen irgendwie creepy aus. Wohl kein
komplettes Face-Model bekommen. Tja, ich hoffe, wir bekommen keinen Gegenverkehr. Tja, rin, rin, rin. Hat sich aber gut erholt, Strawberry, nachdem hier Maika gewütet hat. Und Arthur ein bisschen mitgeholfen. Jo, hier ist... Thank you, Doctor. Wir waren beim Arzt. How you getting on? Haben die auch Tuberkulose? Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Das geht doch. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. Oh, er meint es nicht ernst, Abigail. Trenn dich von ihm. I'll stay here and get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. I won't. John, sag's zurück. Was bist du für ein Arschgesicht? Ich hab dich auch lieb, Abigail. So, John hat es gesagt. Ja, ja. Bisschen zu meinem Wagen zurücksprinten. Hat den mitten auf der Straße geparkt. Will nicht schon jetzt ein Ticket bekommen. Dankeschön. You ride slow now. Geddes don't want his goods damaged. Of course. Naja, wenn's klirrt, war mal zu schnell. Wenn's scheppert. Oh, oh. Ah, schon jetzt ein Auffahrunfall. Ich komme mit ehrlicher Arbeit wohl doch nicht klar. Ja, ja, sobald mein Pferd hier die Kurve einschlägt... Na, Idiot. Hü-hot, aber flott. Das ist doch normales Reisetempo, oder? Wenn man nicht gerade chinesisches Porzellan oder irgendwie ganz zerbrechliche Glasscheiben geladen haben, dann wäre man bestimmt heil ankommen. Vielleicht nur Zigarren geladen. Habe ich eigentlich Waffen? Wieso habe ich keine Waffen? Wie soll ich mich selbst verteidigen? Der Westen ist noch wild. Wie soll ich jagen? Boah, was für ein geiler See. Den ich hier sehe. Wie weit ist er noch? Ich weiß nicht, ob das Flieder war, aber vielleicht können wir das ernten. Vorsicht, ihr Kaninchen. Lasst euch nicht freiwillig überfahren. Die Kaninchen im Straßenverkehr müssen sich das auch hart erarbeiten. So, ich glaube tatsächlich, wir sind gleich da, weil der Wegpunkt so im rechten Winkel steht. Ah, jetzt nicht mehr. Hat sich die Welt für uns mal wieder gedreht. Ja, das Pferd ist relativ gut. Und bestimmt eine Menge wert. Das ist hier aber wirklich eine coole Gegend. Ich glaube, hier war man nur ein paar Mal, weil so... Um Strawberry rum haben wir gar nicht so viel gemacht bis jetzt. Ich auf die abgestorbenen Bäume hier. Sah schön aus. Also da hinten wird es wieder schöner. Ich glaube, das ist die Ranch. Dann sind wir ja tatsächlich gleich da. Und alles ist noch heil geblieben. Würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht richtig aus. Wo ist denn hier die Einfahrt? Ja, ist eine. So, ein bisschen abkürzen können wir.
So, hallo, Sir. Ich hab hier no, sir. Zeug. Well, Mr. Dickens, his overseer. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes, it's beautiful. Das stimmt allerdings. They send everything? Yeah, I think so. So, partner, your boss, he looking for hands? Why? You looking for work? Ein bisschen. My wife, we was in business with her family and turned sour. It's long story. Yeah, I don't know. Married hands. It's a lot of trouble. I'm a good worker. My wife, Agatha, even our boy, Lancelot. Jojo Lancelot. Big man around, boy? Get the hell out of here. Now, that ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. Hey, mind if I enjoy one of these apples? Put ja, that down. Ich hätte was dagegen. Delicious. Oh, when's the boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine scotch whiskey. Put that down. Put that down. Oh, these supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Oh, solche Arschlöcher. You come back here. You can use that horse. Go easy on him. We can't have trouble here. Okay, dann ist vielleicht ganz gut, dass ich keine Waffen habe. Wenn ich die nicht umbringen soll. That's my damn wagon. Easy. Come back here. Look at this hand here. Steh auf. So sollte es garantiert nicht laufen. Mein Wagen. Hey, this is your last chance to come out of this breathing. Warum hören die jetzt auf? Ich kann das Pferd nicht lenken. Nee, kann ich nicht. Seid ihr Ärsche. Nächstes Mal hau ich euch in die Fresse. So, das Pferd findet auch seinen Weg wieder nach Hause. Ist das nicht schön? Und da sitzen sie ja. Hey! Thank you. Milton, isn't it? Mm-hmm. Those boys are out of Laramie. Work for Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. I'm real honest, and my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate. What trouble you in? Och, der übliche. Aside from her brother, he tricked us and robbed her of her inheritance. We're good people. We'll work. Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just please give us a chance. I can handle myself, okay? You know that already. Yeah. Makes me wonder just who would have robbed you. But yeah. I'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. John is probably not the klügste, when it comes to Lügen. No, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's a little cabin out yonder past the ranch house. Things work out, y'all can stay there. Thank you. Ein eigenes Haus? Yep. Go get yourself settled. Eine eigene Hütte. I'll work for you tomorrow when Mr. Geddes returns. Sieht ja richtig gut aus. Die sieht richtig gut aus. Und ich glaube, da liegen Premium-Zigaretten. Ah, so gut hatten wir es noch nie. Ich bin gespannt, wie John das versaut. Epilog Teil 1. Die Pronghorn Ranch.
Was für ein herrlicher Morgen. Der Schrat abgeschlossen. Auf Silber. Bringe den Wagen innerhalb von einer Minute zurück. Boah, da hat mein Pferd andere Pläne gehabt. Ich glaube immer noch keine Waffen. Na gut. Ich glaube, das hier war aber Arthur Salzfleisch. Beziehungsweise sehniges Fleisch. Ja, keine Ahnung. Ob das 10 Jahre gehalten hat. So, weiter geht's. Ich hatte eine Pause von ein paar Tagen dazwischen. Das war hier aber ein geschickter Speicherpunkt, nachdem ich das traurige Finale von Arthur gespielt habe. Jetzt geht's aber weiter. Wir haben einen Missionspunkt. Wir haben einen Gaul. Ist der überhaupt gut? Heißt zumindest Rachel. Schon mal ein sehr schöner Name. Und renntauglich. Dann rauf da. Und ich hätte natürlich ganz gern Waffen. Wo sind meine Waffen? Okay, mein Missionsziel ist gleich in der Nähe. Hätte ich mir das Pferd sparen können, aber mit bisschen Glück kann man Zugriff auf Arthurs ganzen Scheiß einfach von unserem Lager aus. Ja, schauen wir mal kurz nach. Ansonsten überfall mal jemanden, der eine Waffe hat. Das kriegt man hin. Ich mag's, dass wir so ein Kabinchen hier haben. So. Waffen, Waffen, Waffen. Vielleicht in der Truhe. Nein, kein Zugriff auf irgendwelche Truhen. Dann nehme ich die Zigaretten. Und Flora von Amerika. Wunderbar. 2 von 12 Bildern gefunden. Ist die Frage, wo die anderen denn sind. Und meine Waffen. Na, schau mal nach. So, jetzt reit mal hier rüber. Richtig, richtig langer Weg. Hoffentlich muss ich nicht so viel Farmarbeit heute machen. Ich bin eigentlich mehr der Ich-schieß-und-stell-dann-die-Fragen-Typ. Das passt auch wunderbar zu John, obwohl der keine Fragen stellt. Oh, so kann man die Tür auch aufmachen. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. No, it was natürlich. Nothing, sir. I'm David Geddes, pleased to meet you. John, ja, servus. Milton. Hoch erfreut. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. Well, you work hard. You be honest, you'll get your keep. I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, gentlemen. Sir. Wieso soll ich jetzt extra hart arbeiten? Extra hard. Hey. Hey. Get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, ja, ja, ist ja gut. Ich könnte für euch Zeug klauen gehen. Tja, Pech gehabt. Muss die Axt selber weiter schärfen. I was on my chores anyhow. Sehr gut. Soll ich Blümchen pflücken? Wahrscheinlich ja. Not at all. Hey. Is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, das sind ja keine Auftragsmörder gewesen. Not discuss this in front of my wife. Oh, no, sure. Yeah, of course, mister. Sehr schön. Oh, yeah. I hear that. Ja, ich ja meine halbwegs geliebte Familie. Mrs. Milton! Jim Milton! How fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. Das hat die Gänge auch immer gewollt. Nur im Ausland. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. Ja, doch, du hättest nichts tun können. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Ach, freundliche Begrüßung. Wie bei mir damals daheim. Ja, ja, gute alte Zeit. Come on, I'll do it. You are gonna milk the cows? Sure. Vielleicht. Why not? I don't know. I thought you was, Ach, ich komm damit klar mit den Dingern. Solange kein Bulle gemolken werden muss, bin ich dein Mann. Ansonsten brauche ich Handschuhe.
That's all. Und Alkohol. Oh, it weren't nothing. It's about time someone stood up to them fellers. Ja, finde ich auch. Where are you from anyway, partner? Der Gegend. Well, you know, up north, mostly. Been these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. Ja, ja. There is that. Oh, ist das eine schöne Kuh. If it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Vielleicht. Good Lord, no. Nothing like that. Now, just a ranch hand, then. Na just ja. A ranch hand. Im Moment noch. Failed at a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Ihr habt doch nur einen Wagen zurückgeholt. Let's see how you feel once you see me work. All right, then. Here's the cows. Na gut. Das kriege ich noch hin. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. Most of them drifted off. Nein. Okay. Die Frauen sind am besten darin zu melken. You know, I ain't really done much of it. Could never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down, I'll show you how. Na gut. Approach her calm now. She don't take too kindly to surprises. Wärm dir die Hände auf, keine kalten Hände am Euter. Das mag ich auch nicht. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, ich sehe, dass sie mich mag. Achso, das ist nur Milch, okay. Ja, das kann man gleich auf Pornhub hochladen. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Hey, Lancelot. Well, hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy maid of your paw yet. Yeah, yeah. I never thought I'd see the day. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keep. That's enough, Jim. Ja, das war eine brave Kuh. How about you and the boy help me clean out the stables? Sure. Come on, son. Na ja, gut. Mache ich hier wohl alles alleine wieder an Farmarbeit? Now, 12, sir. Ain't that grand. Also für 12 hat er schon eine tiefe Stimme. I like it. I got imaginative parents, sir. Ja. Now, it ain't pleasant work, but it's gotta be done. Mr. Dickens said... I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mm-hmm. Jack müsste doch das ein oder andere Trauma erlebt haben, mitbekommen haben. Dafür wirkt er überraschend stabil. Vielleicht trinkt er ja schon. So. Okay. Well, you get them stalls cleaned out and I'll see you later. Bye. Okay. Natürlich. Jack, let's just try and take some pride in this work. Hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Also so schlecht finde ich die Arbeit hier jetzt nicht. Kacke muss man nun mal wegmachen. So, wie ziele ich damit? Aufheben. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Ew. Ja, das ist ganz normal. Moving up. Wie komme ich an die Kacke? John Marston. Terror of the turds. Be careful. Ah. Ich schmeiß dich gleich in den Haufen. Wieso? Was ist denn los, Jake? Wenn du kotzen musst, dann in den Wagen. Mensch, haben wir das gut gemacht. So. Hoffentlich zahlt es gut. Und hier ist hier noch ein bisschen Mist. Stinking piles of... Ja. Aber irgendwo Rick muss es landen. Your mother would say we're almost done here. You finish things up, I'll go check on her. Okay.
Gut. Hey, da ist noch ein Häufchen. Na gut. Dann reden wir mal mit unserer Angebeteten. Ihren Namen, ich gerade vergessen. Abigail. Ich hoffe, es ist Abigail. So viele Frauen, da kann man sich die Namen gar nicht merken. Der produziert auch fleißig Pferdeäpfel. Ja, ist das nicht schön? Hey. Where's Jack? Der arbeitet. Shit, in pursuit of the better life you want. Same as I've been. Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. No. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Ich werde der verdammt beste Schütze, den es gibt im ganzen Wilden Westen. Hab dich verstanden, Abigail. Wollen wir jetzt Liebe machen? Machen wir noch ein Baby. Ich glaube, das wird unserer Beziehung helfen. I'll put some coffee on. Lass Baby machen. Dann nicht. Jetzt wieder melken. Ich habe $3 verdient. Aber ich habe mich gut angestellt im Melken. Goldmedaille bekommen. Das ist wunderbar. Hi, Jack. Das wird später mal Jack the Ripper. So, dann haben wir 2 Missionen. DG und TD und Kühe melken. Gehen wir mal zum Kühe melken. Vielleicht gibt es ja extra Geld. Wie, dass mein Arbeitgeber stolz auf mich ist. Oh, was für einen süßen Hund die hier haben. Servus, servus. Ich habe mich verritten. Kommt schon. So. Schauen wir mal, ob die Kuh mich immer noch mag. Morning, Mister. Guten Morgen. Ach, du gehst einfach. Ah, so kann man es auch machen. So, und da ist die Kuh. Ich mache meine Griffel bereit. Am besten ein bisschen reinspucken. Dann mögen die Kühe, die Euter. So. Ja, ich habe gar keine Kuh drin. Wie soll ich da was melken? Ohne Kuh wird es schwierig. Ja, nicht unmöglich. Na gut. Geh mal zum Missionsziel. Rauf auf den Gaul. Und dann hauen wir hoffentlich jemanden aufs Maul. Was ist denn wieder los hier? I said, Abe, yes, sir. Where are the other hands? I thought I said I don't rightly know, Mr. Getty, sir. Well, what good is that to me? We got 3 horses lost, possibly more, a mare about to foal, sir, and no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, you good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest, Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. Ach, das ist ein Pferd, okay. My wife will need help with this mare. Abe? Sir? You and Dickens better not make any more mistakes like you did today, you hear? No, sir. Thank you. Both of you. Sehr gut. Zumindest habe ich keinen Anschiss bekommen. Come on, he's over here. I'm good. You get on. Go find them horses. No. I'll show you. Since you showed up, runaway horse has been to some of our problems. And I am thankful for that. I ain't done too much. I ain't much of a rancher. Oh, heck. Hey, maybe them Laramie boys weren't so tough after all. Hmm? Maybe I could have handled them. Of course you could. They're just loud mouths. Yeah. Mm-hmm. So, is that what the boss is doing in town? Some business with them boys or something? Well, when Mr. Geddes goes into town, well, it ain't exactly for
business. Oh. Der geht ins Hurenhaus. Okay, all right. He'll be just at the end there. Well, I better get to. Thanks, kid. Oje, oje. Ganz ruhig. Oh, hey, easy now. Whoa, ganz ruhig. None of that. You're okay. Ganz ruhig. You're okay. It's all right. You Duncan? I'm Jim. Jim Milton. Easy. Hey. Ganz ruhig, Duncan. No. Whoa. You sure about that? Okay, yes. Yes, I do. Pretty big one. That's Jeremiah. Okay, Jeremiah. Jeremiah. Haben Snack für dich. Okay. You done? Ganz ruhig. Come on. Ganz ruhig. Easy, boy. Ja, ruhig, Brauner. Someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Ganz ruhig. Down. Ganz ruhig. I ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can you teach me how to make him behave same way as he does for you? Wahrscheinlich nicht. I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in foal. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick wenn nicht länger. Please. Na gut, du musst das Pferd streicheln, nachdem du es beruhigt hast. Burn some of this heat off of him. Okay, I'll wait in the corral. Sehr gut. That's great. Jo, dann reiht man das mal ein. Sollte man davor nicht drauf pissen, so wie bei Cowboy-Stiefeln? Everything you got, come on. Los, 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 Jeremiah. Hey, boy. Na, ganz coole Gegend hier. You got some energy? Show me then. Los, 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 los. Ich kenne schnellere Pferde als dich. Come on. Let it all out of you. Lass alles raus. Aber pass auf, dass du nicht wieder kotzt. Das haben wir in Schuh des Manitou schon gesehen. Where's that big mean horse? Oh, keine Ahnung. Heute im Let's Urlaub, würde ich sagen. All right, good boy. You ain't gonna give us no trouble now. Ich denke mal. Jo, der hat fast keine Ausdauer mehr. Dann wollen wir uns mal ein bisschen gemächlich zurückbegeben und hoffen, dass das Pferd das Kind nicht totrampelt. Ich glaube, sonst bin ich meinen Job los. Ist zwar nicht fair, aber so ist das Leben auf der Farm. Jo, ordentlich ausgepowert beim Reiten. Und da ist er ja. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Sehr gut. Ist aber echt ein cooles Pferd. Me? The horse. You're calm. Boah, leg das gerade. Heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Leg das gerade so. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Okay. Mal kurz schauen. Doing fine. Jetzt ist besser. Real nice. Glaubt der Hinz dreht gleich durch. Need one, but you sure there isn't another horse? You ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Huh? Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. Sehr gut. Thank you, son. Can I ask, kann Jake Pony are we in reiten? Trouble from all these Laramie boys? Nö. They say Mr. Abel's real rich. Way richer than Pa. And he's got all these hired guns. Out of Laramie, and if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll... Easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah. Ich bin ja jetzt da. Yeah, but... Just worry about the horse. Yeah? Yes, sir. Sehr gut. Ein braves Kind. You two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. Mach mal was anderes als im Kreis reiten. Oh je, es wird schneller. You Mr. Milton?
Ja. I thought you were gonna help me. I was. I'm sorry. Come on. I need a man's help. Oh, ye. Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thank you, Mr. Milton. You're doing fine, Gern geschehen. Give him a carrot when you put him down. Das ist nur mehr Kacke, die ich wegmachen muss. Das ist auch ein cooles Pferd. Ein Morgen. Mit Leberfuchsfell. Ich würde ihn Arthur nennen. Weil es ja ein Morgen ist. Und ich vermisse Arthur. So. So, you know much about birthing a foal, Milton? Not too much. Oh my God. Where does my husband find men like you? Still, we all know where ich he goes bin hierher gekommen. And it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Steck deine Hand aus Silber da rein. Widerlich. Got him. Okay, now hold on. Ups. Slipped. Ja, get ich hold auch. Of it again. Oh, I lost it. It's coming out one way or another. Grab them again. Ja, hab's. Oh. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. Wunderbar. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. Ja, wir sind mir nicht so sicher. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. Ah, die will mich ficken. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? Yeah. I didn't know we had any married hands. Yeah, we have a boy. Maybe you've seen him around? Oh, I'm busy. Too busy for social calls. Of course. Good day, Mr. Milton. Ciao. Vielleicht beim nächsten Mal. Wie viel Dollar hat mir das eingebracht? Noch gar keine. Ich habe ein Missionsziel. Durch die Tür, wie der eine Typ das gemacht hat. Bam. Und dann können die Pferde weglaufen. Da habe ich einen neuen Auftrag und verdiene wieder Geld. So muss das sein. Oh, ja, ihr süßes kleines Ponypferd. Süßes kleines Ding. Oh, ist das süß. Sehr empfohlen, hey, so ein Fohlen. Jim! Sorry. So, this is what you wanted. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. Ich hatte gerade meine Pferde in der Hand. Umgekehrt. How's he been? Traumatisiert bis zum geht nicht mehr. Kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Take him out? Just gib mir eine Waffe. Come on, boy. Ich mach's hinterm Haus. Let's go for a walk. Come on. Wird Zeit, dich noch ein bisschen mehr zu traumatisieren. Ich bin so ein guter Vater. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. Hm. Let's go. Könnt ihr mal was zusammen machen? How you doing? Fine. Can we go home? Yeah. No. You're... Stay calm. Wir sind 5 Minuten vom Haus entfernt, 5 Meter vom Haus entfernt. I don't know. But maybe that stream. Good idea. Now you know all this. Get him going. Come on. You know. Gut machst du das, mein Sohn. The horse can feel your fear. Just act confident, okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bit out. Use your legs. So ähnlich wie das Motorradfahren.
let's go. Jack, a little kick and a... You come. See, you can do it. How about you speed up a mic? Okay. Whoa. Sehr gut. Müssen es ja jetzt nicht übertreiben. Nicht, dass das Pony noch stürzt. Was ist da denn für eine Hütte? Die schauen wir uns mal an. Even faster, come on. Faster? Vorsicht, Baum! Noch schneller. Ob das ist nicht gut. Now let's slow it down. Whoa, boy. Bremsen muss auch geübt werden. Ja, das ist doch ein gemütlicher Ausritt. Passiert hier noch was? Mal ja das Pony jetzt nicht hier durch die Gegend hetzen. Sonst kriegt das noch ein Herz, Kasper. You know, this ain't so bad, sir. Good. Ja, sag ich doch. Amazing what the right horse and a little confidence can do. Mhm. Ja, dann machen wir das wohl noch eine Weile. Ich werde ihn jetzt nicht bis zum Maximum treiben. Nicht beim ersten Ritt. Okay. Let's go across to the stream. Yes, sir. Wenn das Pony hoch genug ist, sollte das kein Problem sein. Ah. Entschuldigung. Fluss vor lauter Wiese nicht gesehen. Soll dir Papa das Jagen mit Pfeil und Bogen beibringen? Da drin bin ich auch ganz schlecht. Yep. We should get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. We go back to the path and up to the ranch. Okay. On my go. Go! Hey. Glaub ich, lass mein Sohn gewinnen, oder? Are you still back there? Ja. Du musst doch nicht ernsthaft hier... alles aus meinem Pferd rausholen. Also nicht ein Fohlen, aber an Topspeed. Will, dass mein Sohn eine gute Zeit hat. I'm winning. Ja, ich drücke auch nicht auf die schnellste Taste, die es gibt. Ja, fast. Fast wahrscheinlich. Ja, so viel Geschwindigkeit hat er, glaube ich, noch nie mitbekommen. Außer wenn er auf dem... als Sozius auf dem Pferd saß. Das ist das richtige Wort. Last straight. Come on. John. Muss ich mal knapp machen. Sieht doch gut aus. I beat you! I beat you! I well beat... ridden, son. I beat you. Lass es dir nicht in zu Kopf steigen. So much better. Thanks. Hey, keep practicing your riding. You too. Hm. You need it. Was für ein Rotzlöffel. So, lass Baby machen. Lass Baby machen. Hey. I'll get the coffee home. Thank you. Oh, da kommt jemand durchs Fenster. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. Cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Die können doch hier okay, was Bob. Machen. I'll see you later.
Ja, ich würde sagen, das waren 3 wohlverdiente Dollar. Was habe ich falsch gemacht? Gib Jeremiah ein Leckerli. Ach komm, gewinn das Rennen zurück zur Pronghorn Ranch. Dann hast mein Sohn doch auch ein bisschen Freude in seinem verkorksten Leben. Na gut, ich würde aber sagen, wir haben 3 Dollar verdient. Und dann nochmal 3 Dollar. Das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.